Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zum Telefonklingeln nerviger Natur. Wir gehen ans Telefon ran in den Little Big Workshop. Okay, du hast ein Sommerprodukt. Was hättest du denn gern? Ein Grilltisch. In 22 Stunden. Ich weiß nicht, warum kommt der Typ immer mit Sachen an, die ich innerhalb kürzester Zeit produzieren soll? Und vor allem, es gibt ja kaum Geld. Das ist doch... Ups, nein, ich wollte es nicht planen. Das macht doch gar keinen Sinn. Oh, was? Erzfeind-Agent. Wir haben Agenten in der... Irgendjemand hat gerade gefunkt. Ich habe es gerade gehört. Irgendjemand hat... Der sieht mir verdächtig aus. Ist einer von den Bauarbeitern. Irgendwo sind Agenten unterwegs. Hat doch eben gefunkt, ich habe das doch gehört. Die hier. Und das muss auch noch ein Agent sein, der pennt nämlich auf dem Boden. Er hier, der kommt mir verdächtig vor. Was? Wo? Wo war das eben? Hier? Bist du Agent? Ja. 6000 gab es dazu. Sehr nice. Ich werde hier nur ausspioniert, ihr Schweine. So, der neue Pausenraum ist am Start. Ach, noch nicht. Da wird jetzt gleich noch umgebaut. So. LKW ist angekommen. Achso, das ist der Bautrupp. Alles klar. Gut, Pausenraum. Kaffee. Ich würde sagen... Einmal hier. Zweimal da. Ein Schneckautomat. Können wir eh nicht aufbauen wie da oben, ne? Das wie es hier ist. Und einen Kühlschrank. Guck mal, wie, als hätte ich es geplant. Von den Abmessungen. Und kostet auch nur schmale 5700. Ein Tisch. Aber ich glaube, die plane ich jetzt anders. Und zwar mache jetzt hier einen Tisch hin. Zack. 6500. Machen wir noch einen zweiten Tisch, wobei das müsste ich ja so ein bisschen aufteilen. Auf jeden Fall, die Entertainment-Ecke ist dann hier oben. Ein Kicker. Und was machen wir noch? Eine Zocker-Ecke. Zack. Machen wir es erstmal so. 8600, boah, das wird teuer. Aber wir kriegen ja bald wieder Geld. Glaube ich. Und pleite. Du, du, du. Sehr schön. Sie teilen sich auf. Der Raum ist auch nicht zu groß, oder? Passt. Man müsste halt irgendwie schauen, dass man, weil der Raum wird kaum genutzt, dass wir eventuell hier noch einen Durchgang reinzimmern. Aber es dürfte jetzt nicht mehr vorkommen, dass sie keinen Kaffee finden, sondern die müssten sich jetzt hoffentlich ein bisschen aufteilen. Das wäre zumindest ganz schön. Sollen sie aber erstmal das fertig produzieren. Bei der Forschung haben wir 4 Punkte. Ladebucht erweitert Import-Export-Fähigkeiten. Plastikproduktion. Direktvermarktung. Freund ich mit dem Bürgermeister an, das haben wir schon. Montagespezialisten. Hm. Was können wir in den Ladebuchten jetzt Besseres? Erweitere deine Import-Export-Fähigkeiten, wenn du Ladebuchten baust.
Achso, jetzt können wir mehr Ladebuchten bauen. Ja, alles klar. Aber guck mal, die Montage klappt hier oben viel besser. Mit den Schränken. Dadurch, dass ich das nicht über zwei Schaltpuls aufteile, können wir das hier nämlich verkaufen. Dann können wir nämlich das Exportlager hier ein bisschen vergrößern. Und vielleicht können wir ausliefern. Sehen schick aus, oder? Die Möbel. Oh, wie schön hier. Ich finde die schön. Dunkles Holz, helle Schubladen, würde ich kaufen. Habt ihr gut gemacht. So, bevor wir es vergessen. Hier hat sich's auch gestapelt, ne? Mit den Regalen und so weiter. Da haben wir doch wieder Geld bekommen. Sehr, sehr nice. So, wir machen das so. Und wir werden... Nee, warte, jetzt baue ich erst um. Du kannst dich ständig hier nerven. So, ich hoffe, dass ich hier jetzt noch ein zweites Regal daneben kriege. Mal gucken. Von der Breite müsste es passen. Wenn sie die Pflanze hier haben... Ich komme ja gleich. Komm, das bitte mal wegräumen. Bitte. Bitte. Na komm. Wie, was ist denn Zufriedenheit nach unten? Achso, weil der Raum wahrscheinlich nach unten geht. Zack. So, zwei Regale. Und auch hier oben werden wir noch eine... Ja, ich bin gleich da. Hier werden wir noch ein Regal hinmachen. Da überlege ich gerade, ob ich das tiefe Regal nehme. Machen wir auch so. So, jetzt gehen wir ans Telefon. Oh Gott. Ja, ist ja gut. Ah ja. 4 Tage. Verstanden, habe ich verstanden. Ja, planen wir mal, oder? Mal gucken, ob wir das hinkriegen innerhalb von 4 Tagen. Im Moment brauchen wir noch 6 Tage. Das hat aber nichts zu heißen. Wir bauen einen Stuhl für Svikea. Den Stuhl Bengt. Haben wir den schon mal gebaut? Ah, wir haben schon mal einen gebaut. Dann können wir doch den Plan erstmal nehmen, oder? Plan 2 werfen wir weg. Plan 1 nutzen wir. Dann bauen wir hier drauf. Ich glaube, wir haben ihn schon mal gebaut. So. Fußkreuz. Keine Ahnung. Das? Moment, wir müssen hübscher werden. Wir müssen hübscher werden. Wie kann ich das? Warte mal, wir machen das mal andersrum. Wir löschen den Plan nochmal. Zack. Plan 3? Bist du doof? Plan 1. So, jetzt von vorne. Wir fangen unten an. Wir weisen eine Walze zu. Die ist dort. Wir weisen eine Presse zu. Die ist dort. Dann kommt das bei rum. Dann müssen wir Sitzkissen befüllen. Und da gehen wir erstmal auf die billige. Guck mal, mit ergonomischen Sitzkissen. Und die müssen wir nähen. Ach du Schande. Wobei, wir können das eventuell hier oben machen. Lass uns mal kurz gucken. Da haben wir 19... 10, 39 haben wir noch Platz. Können wir auch hier oben nähen. Dann ist das ein bisschen zentraler, oder? Als da unten. Okay, wir brauchen eine Maschine. Eine Nähstation. Das wird natürlich jetzt schwierig. 7. Was? Minus 7 hier oben? Wieso ist da oben minus 7? Minus 24. Minus 11. Ach so, das ist immer, wenn ich es reinsetze, dann macht er das. Können wir das eventuell hier reinstellen? Macht das Sinn? Also das ist eigentlich der Raum, der am günstigsten dafür gedacht ist, oder? Behaupte ich jetzt mal so. Dombidi. Auf da eine Nähstation reicht. Das ist nämlich das, was jetzt uns das Genick brechen könnte. Okay, wir probieren es mal in der Planung. Wir haben ja noch nichts angenommen. Das heißt, alles ist gut. Also,
nähen. Mit, keine Ahnung, was für ein Stoff. Was müssen wir werden? Hübscher müssen wir werden. Ist das egal? Wir können es das aussuchen, oder? Ich nehme nur neutralen Grauen. Eine Füllung. Wir verknüpfen die Nähmaschine. Dann machen wir das Sitzkissen. Da müssen wir auch das nehmen. Machen wir auch hell. Wollen den hellen Stuhl. Dann nähen wir das Ganze. Ich hoffe, das langt. Dann haben wir das Fußkreuz. Wir müssen ein bisschen stabiler werden. Stabilität ist der erste, definitiv. Und das Ganze ist stabil, wenn wir 1 bis 2, 1 bis 2, 5 bis 7, das hier. Da können wir aber auch das hellere Material nehmen. Oh Gott, noch eine Maschine. Okay. Ja, dann. Eine Metallstrangpresse. Dann sind wir bei 0. Okay. Ja, dann müssen wir es irgendwie hinbekommen, dass wir die Maschine hier noch reinkriegen. Scheiße, wie machen wir das? Würde die hier oben daneben passen? Nee, die ist zu breit, ne? Die würde nicht in die Ecke passen. Oh Gott. Und nu? Hier hin erstmal, ha? Tada! Gott, das wird richtig fies. Aber jetzt sind wir hier mit der Laune auf 0. Also, nee, dann sind wir nicht auf 0, aber ihr wisst, was ich meine. Okay. Dann. Ah, jetzt kommt die Montage. Montage auch da unten. Montage da unten. Was? 11 Tage? Und wie viel Volt er? Vier Tage. Das kriege ich nicht hin. Das schaffe ich nicht. Nee, das schaffe ich nicht. Also aktuell nicht mit der Planung, die ich jetzt habe. Oh, fuck. Aber guck mal, die Pausenräume teilen sich schön auf. Das finde ich gut. Ja, dann, schade. Was machen wir jetzt? Da müssten wir, gut, müssen wir die Maschinen eventuell noch umstellen und da brauchen wir jeweils zwei von, aber das kann ich mir, glaube ich, nicht leisten im Moment. Gut, pass auf, wir produzieren jetzt erstmal Sachen, die wir produzieren können, also, wo wir keinen Zeitdruck haben, um es zu produzieren. Wir könnten zum Beispiel hier, da ist der Preis, nee, das hört sich nicht gut an. 19 Einheiten hier von den Skiern. Das sollten wir mal planen, das Produkt. Die Prognose ist nämlich nach oben. Und wir planen jetzt dieses Produkt. Wir planen jetzt Bob. Wir planen Bob. Willkommen, Bob. Bob der Baumeister. So. In Hell. In Sägen dort. In Rundsägen dort. In Hell? Nee, das reicht nicht aus, oder? Was müssen wir am besten? Look muss besser werden. Das ist hier in dem Fall gleich. Die Formen, da kommen die wieder zum Einsatz. Schweißen. Ah, das passiert da oben, okay. Bräuchte man eventuell eine Schweißmaschine noch. Dann haben wir hier Plaster und Elaster. Nehmen wir Plaster, oder? Die Injektion. Wo machen wir das denn? Ist das da oben? Seid ihr die Plastikpresser? Jo. Dann machen wir das Lenkrad noch. Müssen wir noch stärker werden. 2 bis 3, 4 bis 5.
Machen wir auch da. Ups. Oder. Zack. Müssen da eventuell den Kunststoff verstärken. Der wird vom Look besser. Stabilität haben die alle gleich. Also ist das doch völlig egal, oder? So, haben wir noch die Möglichkeit, es irgendwie besser zu machen. Jo. Wir können dunkles Holz nehmen. Und jetzt sind wir im Bereich des Machbaren. Oh, das ist aber eine Aufgabe, die ich mir hier gesetzt habe. Okay. Der Look ist halt, ne? Montage. In 29 Stunden produziere ich die. Ja, eine Turboproduktion. Aber können wir hier eventuell ein bisschen billiger gehen? 3, 1 da. Ist das billiger? 12, 36, das ist teuer. So geht's auch noch. Haben wir nochmal Produktion gespart. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob hier blinkt noch irgendwas. Jetzt haben wir's. 29 Stunden. 29 Stunden produzieren wir Bob. Bob, den roten Flitzer. Okay. 19 Stück waren gefordert, ne? Dann mal los. Kick it. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr zu leisten habt, meine fleißigen kleinen Wichtelmänner. Maschinen sehen alle noch gut aus. Das ist aber eine schnelle Produktion, der Bob. Bin ich gespannt. Noch sehen die Maschinen gut aus. Was ist da oben los? Na, die geht auch noch. Ja, aber jetzt, guck mal, das Lager ist besser. Dass in den kleinen Dingern ein Lager drin ist. Auch hier zum Beispiel ist das ganze Lager voll. Ja. Zack. Und sind auch alle gut in Lohn und Brot hier, die ganzen Leutchen. Was ist hier eigentlich? Ach, das ist das Upgrade der Mitarbeiter, genau. Und im Ranking... Wir sind auf Platz 11. Gut, wir kriegen halt langsam Geld. Ich meine, es lenkt halt wirklich nur um Geld, wie du da gerankt wirst. Noch sind die nicht blau, da können wir noch ein bisschen warten. Was? Wieso laufen hier oben 2 Tage 21 Stunden? Hä? Oder Marktsack, liefer mir Bob. Sogar 20 Einheiten sind jetzt gefragt. Die Preise gehen hoch. Oh, das Lager könnte aber voll werden, hier sehe ich gerade. Wieso ist hier oben eine rote Zeit, bis Angebot vom Markt verschwindet? Ah, okay. Oh Gott, ich dachte schon. Jetzt habe ich schon einen Schreck gekriegt. Okay.
Okay, nochmal, sieht alles gut aus. Das Lager ist gleich voll. Also ich glaube, langfristig brauchen wir ein richtig großes Lager. Weil das ist ja hier lächerlich. Am besten so eine Logistikcenter. Nochmal Amazon-Konkurrenz. So, noch zwei und dann können wir ausliefern. Wie cool, dass das alles wirklich aus den Einzelteilen produziert wird. Finde ich echt genial gemacht. So, jetzt haben wir leider ein bisschen Leerlauf. Oh, der Preis geht aber richtig nach oben. Ach, schon wieder hier. Oh, was jetzt? Meilenstein geschafft. Super, du hast es geschafft. Deine Leitung hat deine Fabrik auf ein neues Level gebracht. Halte im FE-Bereich nach diesen tollen neuen Sachen Ausschau. Neue Optionen im Forschungs- und Entwicklungsbereich. Zugriffe auf fortgeschrittene Gegenstände. Spezialisiere deine Fabrik auf Premium- oder Massenprodukte. Danke, Anke. Gucke ich mir später an. Super, wir haben das nächste Level erreicht. Und es schellt schon wieder das Telefon. Ich glaube, zu jeder Folge gibt es hier ein Telefon. Ich habe Agenten im Laden, die müssen wir erstmal identifizieren. Seid ihr, die draußen steht eventuell? Warte, der kommt mir unbekannt vor. Sidecut ist verdächtig. Außerdem hat er eine Brille auf. Ich gehe gleich ins Telefon. Guck mal, der läuft doch hier sinnloserweise rum. War schon verdächtig, ne? Ich komme gleich. Muss das Agenten enttarnen. Die sind aber auch verdächtig hier, die, oder? Definitiv. Und dich habe ich auch schon gesehen. Blauhaar. So, da haben wir es geschafft. So, das Telefon kann schellen, denn wir sind am Ende einer Folge. Endlich haben wir es geschafft. Sehr schön. Das war auf jeden Fall ein lohnenswerter Auftrag mit 34.000. Sowas müssen wir erstmal machen, um ein bisschen Geld zu bekommen. Und dann können wir unsere Fabrik erweitern, weil jetzt sind wir ins Großkundengeschäft eingestiegen. Und in der nächsten Folge geht es weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.